wahr sein. Und wie gesagt, das da ist denn offen. Letztes Mal war den halben Tag offen und sogar die Tür sperrangelweit offen. Das geht natürlich nicht. Also da kann ja jeder reingehen. Ja. Bürkner Straße, B-U-R-K-N-E-R. 23. Ja, ja. Einen Schlüssel haben die ja sicherlich. Die haben ja auch aufgeschlossen. Aufgeschlossen, aber dann, ich weiß ja nicht, ist das andere Team so schnell, dass sie weiterfahren und der letzte Mann vielleicht hin und her laufen müsste wegen dem Schlüssel, aber dann muss er halt tun. Also abschließen muss er. Und da unten, wie gesagt, da sind die Mieterkeller und es muss definitiv, es muss funktionieren, dass dort abgeschlossen wird. Das ist ganz wichtig. Da kann jetzt nicht, sag ich mal, zwei Wochen die Tür offen bleiben. Da guckt kein anderer nach, außer Kriminelle. Die gucken danach und dann ist da unten alles leer und das wollen wir nicht. Also es muss wirklich funktionieren. Ja, aber bitte wirklich, das wäre toll. Ja? Okay. Dann danke ich. Ja? Gut. Ciao. Gleichfalls, ciao. Ja, Müller, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, wie sieht's aus? Pass auf, am Freitag habe ich ja keine Zeit. Wie ist der? Das Wolle-Interview. Ansonsten gerne. Also musst du dann irgendwie. Ja? Also. Na, wenn es denn nur am Freitag geht, dann geht es halt nur am Freitag, aber dann kann ich halt nicht mitkommen. Also wie gesagt, das ist ja, ne? Also meine ich damit. Bloß damit du weißt, wegen Planung. Na, sag Bescheid rechtzeitig, ja? Oder schick eine SMS irgendwo hin. Na gut, alles klar. Dennis, dann melde dich, ja? Sag Bescheid. Ja? Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Yay, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Leute. Also. Was haben wir heute? Ich bin im Keller. Ja, genau. Ich bin im Keller und zwar aus folgendem Grund. Weil mich ein Nachbar angerufen hat, kannst du nicht bitte außer der Reihe, ich weiß, du machst ja gerade nicht, aber meine Gazelle. Ach nee. Bitte nicht. Ich glaube, der nächste. Ich habe aber keinen Nerv für sowas. Fakt ist, meine Gazelle. Die brauchen neue Tretlager. So, jetzt räume ich hier erstmal kurz auf, damit ich hier Platz habe. Und dann baue ich neue Tretlager in eine Gazelle Charmaine oder so ein. Keine Ahnung, irgendwie so. Ah, von wegen Charmaine, Charmonix. Schamane. In die schamanistische Gazelle. Furchtbar. Also bei Gazelle denkt man ja eigentlich immer an Hollandräder, klar. Aber an schlanke Form und irgendwie was, ja, recht elegante Hollandräder, so mit Schwanenhals und so, aber nicht anders. Das ist ein ganz normales Fahrrad. Das hat mit Gazelle nichts zu tun. Nichts mehr, überhaupt nichts mehr eigentlich. Ja, das ist. Das ist ein Fahrrad mit Hedgehog, mit Rollenbremse, mit Nabendynamo, LED-Licht, verstellbaren Vorbau, schnell verstellbaren Vorbau hier.
sehr klobig, groß, Aluminium. Aber den Holland hat typischen Kettenschutz hier. Ja. Rollenbremse hinten. Dementsprechend natürlich Freilauf. Auch wenn der mal ja nicht läuft. Richtig. Ja, und jetzt wird quasi von mir erwartet, dass ich dieses Tretlager hier tausche. Sagt nämlich schon. Beachtlich Spiel. Ne? Hört sich ja auch nicht gesund an. Gut, dann machen wir mal. Also ich baue als erstes jetzt erstmal den Kettenschutz wahrscheinlich runter und das Teil hier ab. Sitzt der überhaupt richtig? Der sitzt ja gar nicht richtig da oben drin. Guck, da sitzt er auch falsch, ne? Der gehört da doch normalerweise da rein. So, so sitzt er richtig. Egal, wir müssen ihn eh demontieren. Und hier die Schraube lösen wir erstmal und ziehen erstmal die Tretkurbel hier ab. So. Und ihr schaut zu. Wie immer von hier. Oder so. Muss ich mich erstmal wieder eingewöhnen, das ist jetzt seit langem bin ich mal wieder hier. Sehr spannend. Das fühlt sich sehr weich an. Gott sei Dank, Glück gehabt. Der kam. So, den Kurbelarm haben wir schon ab. Jetzt kommt da mein Schlüssel. Also dieses Rad wurde verkauft, gebraucht in Holland, auf dem Marktplatz oder so heißt es bei denen. So ist eBay Kleinanzeigen für Holland. Und da wurde es verkauft für 350 Euro. Als neuwertig. Nun, neuwertig ist es nicht, ne? Das ist ganz schön tot, die Stand. Der Rahmen ist wirklich, der sieht gut aus, der Rahmen sieht wirklich schön aus. Aber eben, wenn das Tretlager durch ist, hat das Ding natürlich einige Kilometer runter. Da braucht man sich nicht vormachen. Sobald es anfängt zu knacken, zu machen, zu tun, ist es hin, ist es durch. Also hat es einfach mal schon ein Leben hinter sich. So weiß ich nicht, was von Haus aus da für ein Lager drin ist. Aber werden wir gleich sehen. Alles auch ein bisschen rostig, alles auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen. Ich weiß nicht, also schön ist es nicht. Jetzt sehe ich von der anderen Seite ran, dann gucken wir mal, wie wir den Kettenschutz aufkriegen. Kettenschutz. So, also einfach öffnen, das war einfach, Teil 1. So, jetzt mal gucken, wie geht's weiter? Ein Sternschlüssel, Torque, seit wann denn sowas? Naja, gucken wir mal. So eine Groppi-Windeschraube.
kann man das hier auseinandernehmen. Und hier mal die Clips ab. Hier. Schiebt das Ganze nach vorne und runter. Ausfallende. Wie doof sind die denn? Warum machen die ein Hollandrad mit so einem Ausfallende? Es ist kein Hollandrad. Weil es kein Hollandrad mehr ist, es ist kein Hollandrad. Und dann die scheiß Kettenspanner hier vorne dran. Ja. So eine beschissene, so ein Quatsch, ja. Und dann schaut mal, wie die Kette läuft. Da kriegt er halt Kotzen, kriegt da. Müsste die nicht eigentlich untereinander laufen? Also, ne? Und nicht so versetzt? Also, das eigentlich noch weiter drüben? So? Nee, das läuft schon schräg. Seht ihr das überhaupt? Nee, Mann. Ärgerlich. Zum Kotzen. Ich mach ja so ein Quatsch. Wer baut denn sowas? Holla! Gut, jetzt müsst ihr von da zuschauen, glaube ich. Also. Jetzt will ich sogar das gute Teil. Ah, das meinte er mit ausgelutscht. Er meinte, diese Schraube hier ist ausgelutscht, ausgeleiert. Ist sie wirklich. Schraubenkopf ist wirklich schon nicht mehr so schön. Aber mit gutem Werkzeug kriegt man es auf. Das ist kein Problem. Richtig festschrauben, also jetzt bis zum Anschlag natürlich, muss da nicht drüber hinaus festbolzen, aber einmal den Gewindegang, den kompletten Gewindegang nutzen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass man natürlich das Gewinde rausreißt, dem Abzieher, gerade bei diesem billigen Kram hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das jetzt schlauer, das vorher zu machen? Weiß ich nicht. Mache ich jetzt einfach mal. Also, Kettenspanner, die Kette runter. Naja, da hat wohl einer gedacht, wenn es wackelt, kräftig festziehen. Nach dem Motto wurde hier festgebolzt. Jetzt schrauben wir alles wieder ab. Wir lösen jetzt alles wieder. Gottes Willen. Alle fertig. So, haben wir. Gut. Den
Kettenschutz entfernen. Ich muss echt das Hinterrad auch ausbauen, wa? Ey, das ist ja wirklich, was ist denn das für ein Akt, ey, bloß um Tretlager zu entfernen. Hinterrad raus. Wird nicht lang rumgefackelt hier. Zehnerschluse. So, sehr schön. Wunderbar. Unglaublich. Was für ein Aufriss, den ganzen Dings montieren, demontieren. Oh nee. Zwischenschritt, so sieht das jetzt aus. Da hängt die Kette. Da ist der Spanner, da ist der Halter für das, na ihr wisst schon, jetzt muss ich das rausholen, das alte Lager. Das seht ihr von hier aus. Da sind wohl keine Kugeln mehr drin in dem guten Lager. Hier sind keine Kugeln mehr auf der Seite. Dann schauen wir uns mal das neue Lager an, oder? Na Mensch Leute, das kommt davon, wenn man im Internet bestellt, dann kriegt man hier so weit geliefert, so eine Aufnahme für diesen komischen Halter dort. Ja, für den wundervollen Halter anstatt der hier. So, nun kann ich die hoffentlich hier runternehmen irgendwie und hoffe, dass die jetzt noch nicht ausgeschlagen ist, großartig, und dann eben dafür tauschen, sozusagen dagegen tauschen. Die Aufnahme hier befindet sich natürlich hier außen und ihr seht ja selber, wie ist denn auch mit der Länge. Länge scheint ähnlich, aber auch nicht gleich, ist ja auch länger, ne? Klar, ist doch wesentlich länger. Oh, Mensch, Junge, was ist denn da, Junge? Ich mal ganz kurz. Hilfe! Ich mal ganz kurz durchchecken. Von der Länge her. Er passt nicht, wir können gleich aufhören. Das ist eine Zwei-Komponenten-Geschichte hier. Das Lager passt nicht, das neue. Das Lager passt nicht, die Dämmung passt nicht. Passt leider nichts. Schade. Nun muss ich irgendwie mich mit dem in Verbindung setzen. Tja, nun liegt das hier so halb zerlegt. Was soll ich machen? Teil 1 ist auf alle Fälle erledigt. Das ist ausgebaut. Aber das war's. Mehr auch nicht. Und das muss ich jetzt irgendwie abklären. Gleich mal. Geht mal gleich nach oben und klärt ab. Also bis gleich. In der ganzen Straße sind die Papiertonnen rausgeholt, nur hier nicht. Warum nicht? Ugh.
Gut. Ja, jetzt rufe ich ihn an. Ja, Mensch, das wart erstmal von der Gazelle. Also, da ist jetzt nichts zu löten. Da kann man nichts machen. Er muss das, er hat es über Internet bestellt. Muss er zurückschicken und das richtige Teil kaufen, bestellen. Ich glaube nicht, dass sie in meinem Hollandradladen hier bei Radlust, dass sie so ein Teil da haben. Chamonix Komfort. Ja, schade ist es wirklich, weil ich hätte gerne fertig gehabt heute. Und dann hätte ich auch ein komplettes Video für euch gehabt. Da haben wir zwei Teile. Einmal den Ausbau und den Einbau. Naja, Ausbau ist jetzt nicht so prickelnd gewesen, aber mal gucken, was man da rausholen kann. Gut gefettet ist es ja. Ging trotzdem super schwer raus. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ist halt nicht mein Fahrrad, sag ich mal.